Fraktion Die Linke ist als nächster Redner am Pult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, im Jahre 2003 wurde in Thessaloniki, dem Westbalkan, eine europäische Perspektive angeboten. Mit großen Worten, wenn man sich dann noch mal die Beschlüsse anschaut. Das ist jetzt 19 Jahre her. Und mittlerweile, wie sieht die Situation aus? Wir haben Beitrittsverhandlungen mit Serbien und Montenegro. Albanien und Nordmazedonien warten seit vielen Jahren auf ihren Kandidatenstatus, der ja von der Europäischen Kommission empfohlen wurde. Und Kosovo und Bosnien da ist noch gar kein Kandidatenstatus in Sicht. Das ist die Realität. Man muss sagen, das ist eine äußerst ernüchternde Bilanz, die da bisher vorzuweisen ist. Und ein Punkt dabei ist, schauen wir mal, wie ist es denn in Serbien zum Beispiel? Serbien hat 2009 den Beitrittswunsch geäußert. 2012 sind die Verhandlungen eröffnet worden. Heute sind 2 von 35 Kapiteln abgeschlossen. Das wird ja dann nichts mehr in diesem Jahrhundert, wenn man in diesem Tempo weitermacht. Und ein Punkt, glaube ich, dabei ist, dass die soziale Dimension in den ganzen Beitrittsverhandlungen keine Rolle spielt. Wir haben ja die Kopenhagener Kriterien. Die Linke sagt, wir sind für die politischen Kriterien von Kopenhagen, für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie, für Menschenrechte. Aber wir sehen die ökonomischen Kriterien sehr kritisch. Sie führen in diesen Ländern eben auch zu Sozialabbau, zu Deindustrialisierung. Und 71% der jungen Menschen in den 6 Ländern erwägen gegenwärtig die Auswanderung. 71%, das ist eine sehr bittere Realität. Die CDU legt hier einen Antrag vor. Der ist ziemlich, aus meiner Sicht ziemlich unstrukturiert. Da sind handwerkliche Fehler drin. Das ist Punkt 23 und 28 doppelt sich. Da fehlt ein Komma. Da meint man, Freedom House gehört zum US State Department. Also müsste man noch mal drüber gehen über den Antrag. Aber auch in diesem Antrag fehlt eigentlich jede soziale Dimension. Es fehlt eine Auseinandersetzung auch damit, dass beispielsweise jetzt Serbien mit Albanien und Nordmazedonien den Open Balkan gestartet hat, also eine regionale Integration aus Enttäuschung über die EU. Auch das müsste meines Erachtens diskutiert werden, müsste auch Gegenstand des Antrags sein. Ich teile das, dass Bulgarien ermutigt werden soll, und das möchte ja auch der neue Ministerpräsident Petkov, diese irre Blockade bezüglich Nordmazedonien aufzugeben. Und ich finde auch den französischen Vorschlag richtig, das sozusagen im weiteren Prozess zu machen. Aber insgesamt muss man sagen, dass der Westbalkan, die bisherige Bilanz, sehr schlecht ist. Und ich sehe auch hier in dem Antrag keine wirklich grundlegende Erneuerung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und der nächste Redner ist Thomas Hacker.